Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, ich möchte Ihnen heute einen Bericht ablegen zu meinem Forschungsfreisemester, in dem ich mich vor allen Dingen mit Lodovico Antonio Muratori Textedition, Briefedition und Netzwerkforschung auseinandergesetzt habe. Man kann sagen, dass ich mich bereits im Grunde genommen seit über 30 Jahren mit Muratori auseinandersetze, mit der Res Publica Literaria, die sich um Muratori gebildet hatte, und natürlich mit dem, was die deutschsprachige Romanistik bis dahin damit gemacht hatte, beziehungsweise was man damit machen könnte. Ich habe mich vor allen Dingen, seitdem ich in Dresden bin, damit auseinandergesetzt. Und zwar in erster Hinsicht mit Lodovico Antonio Muratori und seinem Wirken und seiner Rezeption in den deutschsprachigen Ländern. Das war also meine allererste Aufgabe, die ich mir selber gegeben habe, die auch das Centro Muratoriano in Modena an mich herangetragen hat. Nachdem etliche Editionen und etliche Bücher geschrieben worden sind, habe ich mich vor ungefähr 10 Jahren daran gewagt, eine Edizione Nazionale del Cartello Muratoriano zu beginnen. Dieses ist ein Unterfangen gewesen, von dem ich zum Glück vorher nicht wusste, welchen Ausmaß sie annehmen würde, denn sonst hätte ich das garantiert nicht begonnen. Ich hatte deswegen auch schon ziemlich viel Respekt davor, weil in diesem Volumen 25 sich eben der Briefwechsel Muratoris mit Leibniz befindet. Und jeder Deutsche, Deutschsprachige weiß, was das für ein Angang ist, wenn wir uns mit Leibniz, das heißt mit jenem, der als der letzte Universalgelehrte gilt, auseinandersetzen will oder muss oder wie auch immer. In diesem Fall war es eben so ungefähr ein Hintragen eines Korrespondenten zu mir als jemand, der eben deutscher Muttersprache ist. Allerdings ist es ja so, dass damals die Gelehrten überhaupt gar nicht auf Deutsch geschrieben haben. Also insofern ging es natürlich in erster Linie um die Sekundärliteratur. Ich möchte in diesem Bericht eigentlich eben im Grunde genommen darüber sprechen, aber auch ein bisschen Ausblick geben auf etwas, was ich jetzt nun begonnen habe. Ich möchte auch gleich danach dem dazu sagen, weshalb ich das begonnen habe, hat so eine kleine Geschichte auch dazu, und ich möchte einen kleinen Rückblick geben auf das, was ich vorher, also seitdem ich in Dresden bin, also seitdem ich seit 30 Jahren fast in Dresden bin, was ich da eben gemacht habe im Sinne von Studien zu Muratori. Sie sehen hier Muratori als ziemlich jungen Mann, als ein Brustbild von Muratori, das jetzt sich in Wien befindet. Muratori, tja, Muratori, da denkt man, den kennt doch jeder. Den kennt ehrlich gesagt in Deutschland, kannten alle natürlich im 18. Jahrhundert. In Deutschland kennt ihn heute fast gar keiner mehr. Es sei denn natürlich durch die Studien der Dresdner Romanistik. In Deutschland kennt den fast keiner. Das sagt man, wenn jemand sagt, oder wenn ich sage, ach, ich bekümmere mich um Muratori, Muratore, Maurer, was machst du damit? Ja, also Muratori ist natürlich die Pluralform von Muratore, der Maurer hat damit aber vielleicht im
weiteren Sinne was zu tun. Unser Muratori ist der große Gelehrte eben des 18. Jahrhunderts, den Zedler noch in einem so großen Artikel in seinem vollständigen Universallexikon von 1739 darstellt. Und das ist der Letzte, der das in dieser großen Art und Weise darstellt und darlegt. Sie sehen eben, wie er das macht. Das hat wiederum seinen Niederschlag bei Jakob und Wilhelm Grimm in dem Wörterbuch. Da wird er schon aufgenommen und rezipiert. Klar, im Sinne von, da beispielsweise bei dem Buchstaben oder bei dem Wort Leim, das kommt auch unter den Kompositionen beim Muratori vor, sagt er und tut so, als ob den jeder kennen müsste, kannte in der Zeit eben auch noch jeder. Weil Sie sehen, das ist 18. bis 19. Jahrhundert, bei Trösten genauso. Da sagt er, trösten wir uns damit, dass der gute Muratori im 18. Jahrhundert schrieb. Der gute Muratori, es war auch da in der Zeit eben noch durchaus klar, um welchen Muratori es sich handelte. Oder bei Urkund, den urkundenfesten Muratori, auch da wusste man es eben noch. Dann haben wir uns mit ein paar Leuten auseinandergesetzt, die Muratori heute noch von romanistischer Seite behandeln. Nämlich natürlich Vicir, der kannte ihn eben noch, die italienische Literatur, da behandelt er Muratori eben als jemand, der in der Arkadia wirkte, als jemand eben, der sich mit Handschriften beschäftigte und der den Weg der Aufklärung betreten hatte und der auf diesem Weg weitergehen würde. Das ist Vicir, ein weiterer, der ist Literaturwissenschaftler. Andreas Michel ist eben eher Sprachwissenschaftler und der sagt zum Beispiel etwas sehr Schönes über Muratori, was allerdings die meisten Romanisten auch eben nicht mehr wissen. Ich zitiere: die intensive Beschäftigung mit antiken und mittelalterlichen Schriftquellen hat einige Bibliothekare dazu veranlasst, über sprachgeschichtliche Zusammenhänge zu reflektieren. Der Leiter der Bibliotheca Estense in Modena, Ludovico Antonio Muratori, gilt als einer der Pioniere der Geschichtswissenschaft. Er hat sich in seinen Publikationen mit unterschiedlichen sprachhistorischen Themen auseinandergesetzt, so etwa mit der Entstehung des Italienischen aus der diatopischen und diastratischen Variation des Lateinischen, mit dem Einfluss des Germanischen auf den italienischen Wortschatz sowie mit der etymologischen Herkunft einzelner Wörter. Also da haben wir zusammengefasst alles das, was Muratori für die italienische Sprachwissenschaft gemacht hat, was aber eigentlich als Wissen für einen Romanisten nicht mehr präsent ist. Wir fordern das nicht mehr von Studierenden, dass er solche Dinge weiß. Das ist Andreas Michel in seiner Einführung in die italienische Sprachwissenschaft. In Dresden haben wir uns, wie ich bereits gesagt habe, seit den 1990er Jahren mit Muratori beschäftigt. Muratori und Deutschland war das erste philologische Unterfangen, das erste Projekt, was vom sächsischen Ministerium, vom Wissenschaftsministerium unterstützt worden ist. Und das habe ich in Zusammenarbeit mit Fabio Mari und Christian Weyers herausgegeben. Da haben wir mal ein erstes großes Panorama gemacht über das Zusammenwirken von Muratori mit eben den deutschsprachigen Gelehrten. Das ging ein auch weiter in die Arbeit, die wir gemacht haben.
zur Glückseligkeit des gemeinen Wesens, Titel von einer Publikation von Muratori, im Rahmen einer Tagung, und dazu ist dann hier ein Band erschienen im Peter Lang Verlag, der diese ganzen Aufsätze zusammenfasst. 2010 haben wir dann bereits eine erste Edition, eine kleinere Edition gemacht, ebenfalls im Peter Lang Verlag, zur Corrispondenza di Lodovico Antonio Muratori nel mondo germanofono, carteggi inediti. Das heißt, es waren alle die nicht bislang, bis dato publizierten Briefwechsel, die wurden da noch einmal zusammengefasst, dargestellt und transkribiert und ediert. Das war bereits eine Arbeit, die hier steht auf dem Frontispizio, auf dem Titelblatt steht drauf, unter Mitarbeit von Daniela Gennaroli, aber in Wirklichkeit ist im Vorwort bereits gesagt, dass das unter Mitarbeit von Studierenden aus Dresden gemacht worden ist, von Studierenden aus Dresden, die an der Transkription mitgewirkt haben und vor allen Dingen insgesamt an dieser Arbeit mitgewirkt haben, wo nachher im Band 25, das nehme ich vorweg, eben Josefine Klingebeil und Chiara Pedron vor allen Dingen mitgearbeitet haben, aber dann in erster Linie auch an den Carteggi und auch an den Transkriptionen und auch an den Einführungen. Hier ist das, was wir jetzt gerade erst gemacht haben und was dann weiter vom Centro Muratoriano verarbeitet werden wird. Das dürfen wir hier noch nicht so vorausnehmen, wofür das nun gedacht ist. Aber Sie sehen hier, dass das ein ganz großes Team geworden ist. Ich könnte noch viel, viel mehr Studenten hinzufügen, die daran mitgearbeitet haben. Aber hier haben jetzt in erster Linie an diesem Unterfangen, an diesem Artikel, haben wiederum mitgewirkt Josefine Klingebeil, Wiebke Gerlach, Sonja Nalini, Cicitano. Und es gibt einen Beitrag von Ludger Udolf dazu, der eben das ausweitet zum Schluss unserer Arbeiten, die wir gemacht haben, auf das, was wir noch nicht so in Angriff genommen haben, nämlich die Rezeption Muratoris im Josefinismus in Böhmen, in Prag und so weiter. Das hat er mit uns gestaltet und da sind wir irgendwie auch ganz stolz darauf, dass das so zustande kommen konnte. Hier sehen Sie also, wenn das Italienische, wenn Sie das lesen, 30 Jahre, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, 30 Jahre Studien über Muratori in den deutschsprachigen Ländern, eine Tour d'horizon und einige Ausblicke. Der Ausblick ist nämlich derjenige hin zu dem, was Ludger Udolf präsentiert. Unten sehen Sie diese schöne, auf der einen Seite eine Handschrift von Muratori von 1708, sehen Sie da oben. Dieses ist in der Bibliothek, in Leibniz-Bibliothek in Hannover zu sehen. Und auf der anderen Seite ist eine Handschrift von Leibniz, die stammt aus der Bibliotheca Estense. Und da sehen Sie eben, der eine schreibt auf Italienisch, der andere schreibt auf Französisch und es gibt überhaupt gar kein Verständigungsproblem, weil die beide nämlich mehrsprachig sind. Also überhaupt gar keine Schwierigkeit der Verständigung zwischen beiden und zur Not schreiben die ja auch immer noch Latein. Nun, wenn wir jetzt dieses alles mal durchgehen, was ist eigentlich passiert in der Zeit, also
die unsere Erarbeitung dieser ganzen Katheti. Dann haben wir zunächst uns mal damit beschäftigt, was wir eben zu Anfang dieses Werk von 2010, was wir da gesehen haben an Briefwechseln. Und das ging, da war Muratori noch angestellt als Bibliothekar in Mailand. Das ging zunächst nach Augsburg, nach Nürnberg, nach Leipzig und natürlich nach Wien in die kaiserliche Hauptstadt. Also das waren die ersten Briefwechsel, die uns entgegenkamen. Und wir wollten die natürlich chronologisch aufarbeiten, weil wir sonst kein Kriterium hatten, was wir hätten nehmen können. Danach verlagerte sich das, als Muratori nach Modena geholt worden ist von dem Herzog Rinaldo, verlagerte sich das nach Modena seit 1701 bis 1720. Da haben wir den nächsten Einschnitt gemacht. Und da sehen Sie auch wieder Wien, München, Nürnberg, Leipzig, Berlin sogar, Wolfenbüttel, Hannover und Hamburg. Da fragt man sich immer, wer wollte in Hamburg was von ihm? Aber das haben wir eben dann analysiert. Und durch diese Visualisierung sieht man das eben auch sehr schön, dass eben das mit nicht nur das katholische Ausland ist, das katholische Deutschland, sondern eben auch das Norddeutsche, das Berlin, Hamburg, Leipzig, eben auch Nürnberg und so weiter und so fort. So, bis 1720 und jetzt fächert sich das auf. Dann sind natürlich auch schon Korrespondenten aus der Schweiz, Sie sehen das dann aus Memmingen, dann aus München, aus dann sind Österreicher aus Polling, aus Passau, wieder aus Leibniz, aus Gotha, aus Helmstedt, aus Braunschweig, aus Stadthagen. Also Sie sehen, dass es immer mehr sich ausdehnt und man könnte natürlich schon bei Helmstedt sofort darauf schließen, aha, das wird sicherlich irgendein Gelehrter von der damaligen Universität Helmstedt sein. Bei Stadthagen weiß man nicht so genau, was das für einer sein könnte. Bei Gotha, da weiß man klar, das muss irgendwie eine Bibliothek gewesen sein. So, Braunschweig, ja, das könnte natürlich irgendwie was mit dem Herzog von Braunschweig zu tun haben. Also so könnte man sich das zurechtlegen oder haben wir uns das natürlich auch sofort zurechtgelegt, mit wem er da wohl in Kontakt getreten ist. So, bei 1740 geht es dann weiter. Sehen Sie hier 1741 bis 1750, da ist er gestorben, Muratori gestorben. Da sehen Sie auch hier wiederum, Bern kommt hinzu, Jena kommt hinzu, Gotha bleibt, Dresden kommt hinzu. Was will der Gute für einen Kontakt haben zu Dresden? Das ist natürlich für uns wahnsinnig interessant gewesen. So, und dann kommt auch Böhmen hinzu, dann kommt eben auch das hinzu, was wir jetzt eigentlich in Angriff nehmen wollten, was wir noch gar nicht so richtig geschafft haben. Also das wären unsere Korrespondenzpartner eben 1741 bis 1750. Dresden, das war natürlich für uns wichtig. Ha, was wollte Muratori da mit in Dresden? Da wollte klar, er wollte an den Dresdner Hof. Und weshalb wollte er an den Dresdner Hof? Er brauchte Geld für seine großen Werke. Und so ist er auch an manche Leute hier sonst herangetreten, weil er eine Widmung schreiben wollte und dann natürlich von August den Dritten in diesem Fall Geld haben wollte für seine fünf Werke, die er zu der fünf Bände, die er damals zu den Antiquitates Italicae geschrieben hat. Also ist ungefähr jetzt das Panorama und wir würden dann kommen zu dem weiteren, nämlich zu dem Band 25,
den wir dann in Angriff genommen haben. Nämlich da geht, dass die Buchstaben, es geht einfach nach den Buchstaben und es geht einfach nach den Namen. Der erste ist Lazari und der letzte ist Fuzan. Den hatten wir in Augenschein zu nehmen. Das waren unsere ersten und unsere letzten Einträge und das war alles, was zum Volume 25, zum Band 25 hinzugehörte. So, Sie sehen, wenn Sie in minus 2 in der Slup sind, dann sehen Sie die Werke, die ganzen Bände des Cattedo Muratoriano, die jetzt schon publiziert sind. Und Sie sehen ganz rechts, sehen Sie, glaube ich, auch eines von unseren Bänden. Noch weiter rechts sehen Sie auch noch eines von die beiden anderen unsere Bände. Also Sie sehen in minus 2 in der Romanistik-Sparte, sehen Sie also alle diese Bände, mit denen wir uns im Laufe der Zeit vertraut gemacht haben. Und es ist nur die Hälfte bis jetzt herausgegeben. Also die andere Hälfte fehlt noch und wartet auf kundige Philologen, die das gerne publizieren möchten. Die Gesamtausgabe der Nationaledition ist eben in 46 Bänden vorgesehen, von denen seit 1975 bereits 24 erschienen sind. Von den über 2000 Korrespondenten in ganz Europa haben in 139 Briefen auch 52 Frauen mit Muratori korrespondiert. Das war für uns eben auch wichtig zu sagen, das sind 2000 Korrespondenten, aber es sind 139 Briefe, wo eben 52 Frauen auch dran beteiligt waren. Aus den Briefwechseln 1695 bis 1750 in den deutschsprachigen Raum konnten 35 Namen identifiziert werden. Und Sie sehen das eben auf der rechten Seite noch einmal, in welchem Umfang eben die Korrespondenten und Korrespondenzen in den deutschsprachigen Raum hineingereicht haben. Hier haben Sie also unseren Volume 25. Ich muss schon sagen, als ich den das erste Mal in der Hand hatte, nach so langer Zeit und in Zeiten von Corona, nämlich mir ist dieser Band in 20 Exemplaren am 7. Mai zugegangen, da habe ich schon gedacht, mein lieber Gott, da hat man so lange gearbeitet und jetzt liegt das einfach vor einem. Seit 10 Jahren, ja, mehr als 10 Jahren war die Arbeit daran und ja, es war eine tolle Arbeit, aber an dem Tag, als ich dieses Werk, und ich war die Erste, die das Werk hier in Dresden in der Hand hielt, und ich war, glaube ich, die Erste, die das Werk überhaupt in der Hand hielt, weil im Mord in der Hand, die das überhaupt noch gar nicht gekriegt, da war mir mulmig zumute. Weil ich, und ich glaube, das geht jedem, der ein Buch schreibt, mir ging es immer mit meinen Büchern eigentlich so, jedem, der ein Buch schreibt, der das dann, wenn das Produkt fertig vor einem liegt, der das dann als nicht mehr sein eigenes sieht. Jetzt sehen das alle, jetzt wissen das alle, jetzt hat das eben ein Pappe vorne und hinten und da steht nur noch mein Name drauf. Und da stehen dann tolle andere Namen drauf, Daniela Gianaroli, Josefine Klingelbein, Chiara Maria Pedron und fertig. Und was passiert jetzt? Das ist so komisch. Ja, aber wir haben noch ein bisschen dran gearbeitet. Und zwar, die Korrespondenten stammen natürlich eigentlich gar nicht so viel aus Deutschland, sondern die stammen aus Italien,
Deswegen war das so eine Sache, mit dem mir das, diesen Auftrag zu geben. Aber der große Maloppo, das große Stück, war natürlich mit so vielen Briefen Leibniz. Das sehen Sie in diesem bisschen hellblau. Und danach gab es eben auch noch einen Korrespondenten, das ist ein bisschen groß gefasst, aus Spanien, dann welche aus Frankreich und Frauen, eben das überlappt sich auch so ein bisschen, aus Frauen gibt es, sind die eben in diesem Violett gezeichnet, davon eine aus dem deutschsprachigen Bereich, nämlich die, das ist die Anna von Liechtenstein. Leibniz. So, jetzt Leibniz. Leibniz, 1646 geboren, 1716 gestorben, 78 Briefe gingen hin und her. Also 38 Briefe von Muratori in italienischer Sprache und 40 Briefe von Leibniz in französischer Sprache. Sie sehen hier, das kann man nicht so gut erkennen, wie dann das aufgebaut ist, wie der einzelne Brief aufgebaut ist. Aber wir haben Wert darauf gelegt, dass wir immer schreiben, wo das Original vorhanden ist, schreiben wir oben Original. Wenn die Minute vorhanden ist, dann schreiben wir Minute. Wenn wir Kopie sehen, dann schreiben wir Kopie. Also wir wollten das immer ganz exakt haben. Wir haben sogar, und das war eine Trouvaille erster Güte, wir haben Kopien, zeitgenössische Kopien in Krakau gefunden. Und da waren manche Wörter eben drin, die in diesen Originalen und Minuten nicht vorhanden waren, die wir hinzufügen konnten, wie zum Beispiel Theodizee oder andere Begrifflichkeiten, die man eben gesehen hat, dass sie eigentlich noch eben zu diesen Briefen dazugehören. So, das sind von Leibniz, der hat eben Wahnsinns publiziert, nämlich, und Wahnsinnsbriefe geschrieben, muss man eigentlich eher sagen, nämlich ca. 15.000 Briefe von 1.100 Korrespondenten. Und das sehen Sie, in welcher Fülle der eigentlich mit Leuten in der ganzen Welt korrespondiert hat. Das ist so viel in einer so großen Ausdehnung bei Muratori nicht der Fall, aber eben auch. Da sitzen die Leute in Hannover auch heute noch daran, das eben in der Größe und in der Breite zu transkribieren und zu edieren. Und die sind froh, denke ich mal, dass wir diesen Muratori-Carteggio mit ediert haben, sodass sie das mit einbeziehen können. Hier haben Sie einen Brief von Leibniz an Muratori, und zwar den ersten Brief. Leibniz, der hat zunächst einmal überhaupt nicht geantwortet auf das, was Muratori, der ja wesentlich jünger war, geschrieben hat. Der hat sich bitten lassen. Also Muratori hat mindestens dreimal geschrieben, bevor der einmal geantwortet hat. Okay, am 28. September antwortet er, na, das ist September, November. Oktober oder November, Moment, was ist denn das? Jetzt gucken Sie mal, das habe ich schon so lange nicht mehr gelesen, dass diese Abkürzung, aber November, hier sehen Sie neben mir, Sie hören neben mir Josephine Klingebeil, mit der ich das zusammen mache. Das müsste eigentlich jetzt von der geschwungenen Richtung, müsste das eigentlich ein November sein. 1708 antwortet er einmal, sie, hier haben wir einen Fehler drin, nämlich wir haben folgendes, Entschuldigung, wir haben oben drüber
einfach nur einen Ausschnitt gemacht. Monsieur Berlin, le 16 de février 1609. Aber wir haben da gar nicht weitergearbeitet, das ist einfach nur oben die Anrede. Und dann haben wir unten drunter Modena, und das ist der Brief von Muratori, also der erst einer der Briefe. Und dann haben wir dieses Schreiben von Leibniz haben wir eigentlich gar nicht hier drauf. Muratori schreibt eben unten an Leibniz, aber er bezieht sich schon auf einen anderen Briefwechsel, den er vorher geführt hat mit einem Herrn Bergomi. Und ist es eben so, dass Leibniz, das wollte ich eben sagen, dass Leibniz sich bitten lässt. Leibniz schreibt erstmal nicht. Leibniz will erstmal nicht mit ihm in Kontakt kommen. Es geht worum? Es geht darum, dass die beiden, Leibniz und Muratori, sich einmal damit beschäftigen sollen, wo der gemeinsame Ursprung zwischen dem Haus Braunschweig, Lüneburg und dem Haus Este herkommen kann. Daran und danach haben die gesucht. Was ist also der Urvater? Gibt es einen Urvater? Denn den wollten die haben, weil sie nämlich die Tochter von dem Kurfürsten Braunschweig, Lüneburg, mit dem Rinaldo vermählen wollten. Und dann brauchen die einen gemeinsamen Ahnen. So. Und dann haben sie sich aufgemacht und Muratori hatte den schon ziemlich schnell, sagen wir mal, nach seinen Recherchen als ein Alberto Azzo den Zweiten identifiziert. Und dann war es aber, und das sehen Sie hier auf der linken Seite, das hat dieses, auf der rechten Seite hat Josephine Klingelbeil sehr schön transkribiert, und das sehen Sie eben, dass es eben sehr gut transkribiert worden ist. Dann hat er nämlich versucht, Muratori hat es versucht, sehr schnell nachzuvollziehen und zu sehen, woher das jetzt in Wirklichkeit, woher diese beiden Stämme, die zwar jetzt sich auseinandergedriftet waren, aber woher die im eigentlichen Kern zusammen oder wo die im eigentlichen Kern zusammenzufassen sind. Das ist der erste Ansatz. Da gehen Sie also mit den Genealogien, arbeiten Sie zusammen und machen Recherchen hier und da. Leibniz schickt Leute aus Hannover nach Italien und Muratori versucht in den Bibliotheken und in den Archiven auch weiter zu arbeiten. Und dann sagt Leibniz, hallo, geht mir einfach zu schnell. Du bist einfach zu schnell. Wir können jetzt hier keine gemeinsame Publikation so schnell machen. Das sollten die nämlich eigentlich. Das können wir nicht. Ich muss genauere Recherchen machen. Ich kann nicht so schnell mich zufrieden geben. Mach du mal dein eigenes Buch. Ich mach mein Buch weiter. Und so ist das auch weitergekommen. Die sind nicht auf einen Nenner gekommen. Die sind nicht dazu. Die haben sich nicht darauf einigen können, eine Methode anzuwenden, weil Leibniz gesagt hat, du bist mir zu schnell, deine Methode ist mir zu inkohärent, die ist mir auch zu intransparent, das ist irgendwie so, so kann ich nicht arbeiten, so kann ich einfach nicht arbeiten und außerdem brauche ich mehr Zeit. So, und Muratori hat immer gesagt, ja, du bringst mir keine Sachen, du arbeitest nicht schnell genug, deine Briefe kommen auch gar nicht an und ich weiß nicht, also er war damit sehr unzufrieden und außerdem,
Das Schlimmste an der ganzen Geschichte war für Muratori, und außerdem stehlen mir deine Leute meiner Manuskripte aus den Archiven. Das war das Schlimmste. Anscheinend hatte ein Herr Hackemann, seines Zeichens ein wirklich großer Gelehrter, hatte einfach Manuskripte anscheinend aus einer Bibliothek mitgenommen. Das wird natürlich alles unter den Teppich gekehrt, aber so ist diese ganze Zusammenarbeit irgendwie auch nicht so gut geändert. Dann natürlich war es ja nachher so, dass Leibniz auch schon sehr krank war und 1716 gestorben ist, aber auch der Nachfolger konnte nicht so richtig mit Muratori. So, und jetzt, ich hatte schon gesagt, jetzt war es nun so, wir haben ja das ganze Unterfangen gehabt, wir haben italienische Autoren gehabt, wir haben uns mit Gelehrten beschäftigt, die ein ganz großes Umfeld bedient hatten. Auf der einen Seite waren das natürlich Philologen, dann waren das Numismatiker, dann waren das auch viele Gelehrte, dann waren das Gelehrte, die aber gleichzeitig Dichter waren und so weiter. Also es waren ganz viele Leute, es waren auch Richter einfach, es waren eben auch die Frauen, die wir gesehen haben, also gelehrte Frauen auf der einen Seite, ein ganz toller Briefwechsel mit einer Frau Lusignani, ein ganz toller Briefwechsel, den wir haben. Und es war auch ein Briefwechsel mit einer Nonne, die fast noch nicht gut Italienisch schreiben konnte, also so semi-alphabetisiert war. Und eben, es gab sehr viele Leute, die uns immer da und dort interessiert haben. Dann gab es sogar einen Spanier, der halt ein Dichter war und das hat uns auch interessiert. Jeder hatte dann von uns so seine einzelnen Leute, mit denen er sich mehr oder weniger auskannte. Der eine mehr mit Leibniz, der andere mehr mit Lemene, der andere mehr mit Luzan und so weiter. Und der andere mehr mit den Inschriften und so weiter und so. Der andere mehr eben mit den Genealogien und so. Also ich war jetzt am 6. Mai, 7. Mai, stand ich jetzt nun alleine vor diesem Volume 25. Und ich habe gedacht, das ergibt eine tiefe Krise. Das kann ich gar nicht so weitermachen. Logisch, das ist klar. Wir haben unsere Arbeit in der SLO. Wir haben mit Frau Klingebeil, mit allen anderen Leuten, aber vor allen Dingen mit Josephine Klingebeil, arbeite ich seit 10 Jahren an diesen Manuskripten in der SLO. Und wir arbeiten daran sehr gut auch mit den Studierenden zusammen, das kann ich nicht anders sagen. Aber das ist auch wiederum so eine Sache, die nicht, bis auf ein oder zwei Manuskripte, die eigentlich nicht unseres ist. Das ist irgendwie so, ein Manuskript, gut, was für eine Dissertation dann dient, das ist dann vielleicht unseres. Aber die anderen irgendwie nicht. Und das habe ich mir dann irgendwie an dem Tag, als an diesem Mai-Tag mir vorgenommen und habe dann gesagt, also naja, wir wollten ja eigentlich gar nicht mehr irgendwie uns bekümmern um Muratori, und das hatte ich sofort auch in einem Telefonanruf an Frau Klingebeil so auch mitgeteilt, wir kümmern uns nicht mehr um Muratori. Und dann habe ich es mir angeguckt und dann habe ich gesagt, ach, der Volume 24 hat sehr viele Leute, sehr viele Korrespondenten, die mit H beginnen. Und das ist doch sehr wie Deutsch. Ja, da können wir doch aufbauen auf das, was wir schon in diesem Band 2010 gemacht haben. Und da, seit dieser Zeit
arbeiten wir wieder daran. Und das ist eigentlich so. Ja, dann haben wir da, habe ich gesagt, naja, dann fange ich mal an mit den Leuten, die mit H beginnen. Zum Beispiel Francis Head, der steht da drin, ja, der lässt irgendwie, der schreibt irgendwie aus Venedig. Und ja, und das ja, ist doch eine interessante Schrift. Das ist doch schon nicht schlecht. Der wird da immer geführt als Francesco Head, aber er ist ein Graf oder Baron Francis Head. Oder auf der anderen Seite Giovanni Herzhauser, der schreibt eben auch von Venedig und er ist Libraio, er ist ein Verleger und er schreibt eben auch in dieser schönen Schrift, sodass man wirklich wieder Freude daran haben kann, weiter an Muratori zu arbeiten. Also so denke ich mal, sollte man das weitermachen und wir lassen uns nicht ermutigen und wir arbeiten einfach ganz munter darauf los und wir arbeiten einfach weiter. Hier eine kurze Bibliografie in Auswahl, nämlich der 25. Band, dann die Normen, die wir immer zur Hand haben, dann die verschiedenen Werke, die wir geschrieben haben. Und das ist unser, der Cateto Muratoriano von Misere, das ist unser Katalog, den haben Sie auch, wenn Sie hingesehen haben, in dem Regal gesehen, in minus 2, da haben wir alle Korrespondenten einmal aufgeführt, mit Fundstellen auch. Und die Slabiga, die hat uns das vorgemacht in Nuce, sagen wir mal, Lodovico Antonio Muratori und Österreich hat sie nämlich bereits 1970 geschrieben. Gut, also vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich denke mal, wenn Sie mögen, können wir das noch im Weiteren sehr gerne besprechen und ich stehe für Ihre Fragen immer bereit, auch im Sinne eines Forschungskolloquiums bei meinem Forschungskolloquium oder aber auch in privater Hinsicht und dann wünsche ich Ihnen sehr viel Freude. Auch Ihnen bei der Lektüre und beim Nachblättern zu Muratori.